Billboards und Bierboards. Jimmy und Dieter und Verena färbt ab. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Ja, Tag was? 5 im Dschungel? Ja. Die Müdigkeit kriecht immer weiter ein. Ja. Ich habe große Augenringe. Aber was tut man nicht alles? Und selbst? Ja, ich spüre die Urkraft in mir. Wir haben jetzt schon über 2 Stunden überzogen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Jetzt gucken wir mal die schlechten Worte. Oh, richtig schlechte Worte. Was ist der Counter? Wo sind wir jetzt? Wir sind bei 125 Minuten. Das heißt, wir haben heute nochmal 16 draufgepackt. 16 Minuten nochmal draufgepackt, genau. Wir können jetzt in der Überziehungszeit, wurde eine ganze weitere Dschungelsendung untergebracht bisher schon. Und zwar schon eine Dschungelsendung mit, die überzogen hat. Genau. Also schon inklusive, wie nennt man das noch? Da gibt es doch so einen Fachbegriff für Overrun oder so. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich im Fernsehen nicht aus. Ja. Bist du auch, fühlst du dich auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, fühlst du dich so ein bisschen pumpig, so ein bisschen also fühlst du dich auch so ein bisschen motzig bei Proxy? Ja, es ist die erste Hälfte der Sendung ist so sehr, also es ist, wir haben gerade Mittagstief, halt in den 2 Wochen. So fühlt sich das gerade an. Ja, aber ist dafür nicht ein bisschen früh eigentlich für Mittagstief? Ist so Vormittagstief. Naja, es ist Mittwoch. Es ist halt Tag 5. Es ist irgendwie unter der Woche. So richtig was passieren wird nicht. Es haben sich alle. Das ist auch total wichtig, ja. Wenn du da im Dschungel sitzt und denkst, boah, nee, heute ist Mittwoch, heute habe ich gar keinen Bock. Wochenende noch so lange hin jetzt. Ja, es ist halt Bergfest zu den Tagen, wo angefangen wird, Leute rauszuwählen. So. Und das merkt man so langsam. Es könnte halt, Spoiler, darüber reden wir gleich, mit der nächsten Dschungelprüfung vielleicht noch ein bisschen Feuer ins Camp reinkommen. Auch was schöneres Feuer als dieses Gefake von Verena. Aber ja, das ist so meine Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht aus diesem Mittagstief, das gerade da ist, rauskommen. Du meinst also, dass die Insassen, sage ich mal, jetzt noch denken, naja, ich kann jetzt noch 2 Tage so ein bisschen rumchillen und dann muss ich anfangen zu performen, damit ich nicht rausgewählt werde? Du hast die Theorie aufgestellt, dass mindestens eine Person da kalkuliert dran geht. Ich sage, glaube ich, total. Ich glaube eher vermutlich, dass der RTL irgendwann in diesen Interviewsituationen sagen wird, Leute, ab jetzt wird rausgewählt, müsst mal machen und dann müssen ja diese schönen Matzen aufgenommen werden, wo die Leute für sich werben sollen. Dann kriegen die ja langsam auf den Trichter, wenn sie nicht komplett auf den Kopf gefallen sind. Jetzt geht's ans Angemachte. So. Das ist ein Selbst, also es ist Quantenphysik. Sobald du es anfängst zu beobachten, verändert sich der Zustand. Aber aber es lässt ja ein bisschen nach. Ne? Wir sind ja sehr steil und gut eigentlich gestartet in dieser Staffel. Und jetzt in der Tat. Es ist jetzt auch nicht ganz schlimm. Ne? Es ist jetzt nicht so, es ist wieder so eine Sendung wie gestern, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es ist jetzt nicht ganz so krass, dass ich denke, boah, was für eine üble Zeitverschwendung. Gab es auch schon Staffeln. Mhm. Ist immer noch, finde ich, ein ganz, ganz ausgewogener Cast, der ja Spaß macht. Sehr viele auch, positive Überraschungen. Ja, auch ich finde auch durchaus immer mehr kann ich Sonja Zietlow folgen, dass Cosimo ja einfach einen anarchischen Witz an sich hat, den ich gerne, dem ich gerne zuschaue. Vielleicht versteht er das nicht unbedingt alles selber so total, warum und weshalb, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Wunderbar heute bei der Verkündung, wer in die Dschungelprüfung musste, war ja seine Reaktion. Also normalerweise ist ja so, der Kandidat, hier wird gesagt, ey, du bist du es? Mhm. Nein, bist du nicht. Und dann wird so gefaked gespielt, oh, das ist ja schade, ich hätte so gerne. Und Cosimo hat in seiner ganzen Ehrlichkeit, um Gottes, um Glück, dass ich es nicht bin. Wunderschön. Hat er das nicht gestern auch schon gesagt? Das hat er tatsächlich auch schon gemacht, aber es war nicht so krass wie heute tatsächlich. Aber es ist halt so eine schöne Ehrlichkeit. Das offensichtlich ist, dass er darauf keinen Bock hat. Total nachvollziehen. Apropos ehrlich ist, wer absolut gar nicht ehrlich ist, ist ja Verena. Ja. Du, wir hatten ja das immer wieder jetzt so als Leitmotiv oder zumindest das Thema, das ist eine gewisse Tantigkeit, zumindest bei Claudia
und Damilia gibt. Und du hattest die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen aufgestachelt wird oder ein bisschen aufgebrochen wird und dass die Claudia, die du erwartet hast, diesen rheinischen Vulkan, und der dann ausbricht und sich auslädt. Aber was Verena da erzeugt hat, dieses Gefake-Empöre schon so irgendwie seit 2 Tagen brodelt um das Essen und dass die Leute zu viel über die Regeln sprechen, das färbt auf sie halt krass negativ ab. Es ist einfach nur so toxisch, es ist halt einfach so eine, es ist einfach ätzende Lava, es ist keine wärmende Lava. Ja, aber das war gar nicht schlimm. Ich finde, das ist ein guter Einstieg. Eigentlich ist mir auch egal, ob das eine gute oder eine toxische Lava ist. Hauptsache die Effenberg explodiert irgendwann. Das ist irgendwie, also keine Ahnung. Dafür hat der RTL jetzt auch viel Geld bezahlt. Ja, wir erinnern uns. 500.000 Euro Gage. Da 1 Million mal, Mark. Da kann man auch schon mal explodieren. Nicht ganz 1 Million Mark, Dennis, denn du weißt ja, der offizielle Umrechnungskurs 1,95583, ne, kommt nicht ganz auf eine Million raus. Boomer. Als wüsstest du den Umrechnungskurs nicht auch noch auswendig. Ich weiß, wann ich meine Boomerhaftigkeit platziere und wann ich auf meine Gen Z-Heit verweisen kann. So, gar nicht. Du bist einfach nicht Gen Z, Dennis. Du bist zu alt. Also, was du im Vorgespräch kurz angesprochen hast, dass ich ja der Meinung bin, dass Tessa sich ganz gut kontrolliert und auch ganz gut so ein bisschen die Klaviatur des Dschungels bespielen kann, glaube ich auch irgendwie nach wie vor, obwohl es jetzt zwei Tage ein bisschen ruhiger war und ich ja eigentlich auch gesagt hatte, die muss heute nur so ein bisschen so ein paar Kleinigkeiten machen, hat sie nicht so richtig, kam ein bisschen vor, aber eher durch das Singen, fand ich irgendwie völlig bizarr, das kam so komplett aus dem Nichts. Müsste vielleicht dann morgen noch was kommen. Glaube aber nach wie vor, halte ich sie für einigermaßen kontrolliert. Verena ist auch, also kontrolliert sozusagen, versucht die Klaviatur auch zu spielen und ist auch irgendwie kontrolliert. Aber das ist so, das ist alles, also sie trifft die Harmonien nicht so richtig. Das passt alles nicht zusammen, so würde ich das jetzt sagen. Ja. Da merkt man sehr deutlich, dass die versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Also zu deutlich, übergespielt. Vielleicht hat sie auch einfach den Gain zu weit aufgerissen, ihr Mikrofon zu laut und jetzt klippt es und es reißt und es knarzt und es knackt. Ja, in der Tat. Also du hast gesehen, dass dieser Schema diese Themen immer wieder platziert und aus so Nichtigkeiten Streitigkeiten macht und dummerweise leider weiß, dass Tessa aufgrund einfach ihrer Erkrankung in diesen Punkten einfach empfindlicher ist, ganz neutral ausgedrückt. Und dass Tessa darauf einfach anspringt, aus so einem, einfach, weil sie es im Zweifel nicht besser kann, Punkt. Und das spielt sie aus. Das dummerweise aufgrund ihrer Erkrankung? What? Ja, bipolare Störung. Aber die ist so eingestellt. Hoffentlich. Ja, sehr, hat sie doch auch sogar gesagt. Ja, aber das ändert ja nicht trotzdem, dass du so grundsätzliche Dinge trotzdem nicht wegbekommst. So. Ja, da wäre ich jetzt mal hier, also Sprechstunde bei Dr. Morhardt, da wäre ich ein bisschen, also da wäre ich zurückhaltender in meiner Interpretation. Nichtsdestotrotz ist es ja das, was wir sehen. Tessa reagiert darauf. Aber das Problem ist halt, Verena kriegt halt das Grinsen nicht aus dem Gesicht oder das. Also man sieht in ihrem Gesicht schon an, wie sie jetzt diebische Freude daran hat, da jetzt seinen Konflikt zu streuen. Und das strahlt halt aus ihr raus nach dem Motto so, oh, das ist jetzt der Moment, jetzt hole ich mir meine Aufmerksamkeit. Und sie ist halt nicht gut darin einfach. Ne, sie kann halt so gut, so ätzend sein und Leute quälen, dass sie auf sie reagieren, das schon. Aber das ist halt, das bringt halt, also das ist, ich halte das, wie sagt man denn? Das macht sie halt nicht zu einer Dschungelkönigin. Definitiv nicht. Das macht sie zum Hassobjekt. Ja. Und das trägt natürlich, wie wir alle wissen, so ein bisschen, aber bis ins Finale kommt man in der Regel damit nicht. Nein,
In der Tat. Da musst du dich halt schon wandeln. Ja. So wie die Marold sich gewandelt hat. Ja. Aber das wäre da, glaube ich, gar nicht in der Lage dazu. Nein. Weil sie auch falsch beraten wurde. Vielleicht. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, es Wer berät sie denn eigentlich? Ich weiß nicht, was Mark Terenzi ihr erzählt hat. Ich will es am Zweifel auch gar nicht wissen. Meinst du, vielleicht ist am Ende diese Beziehung vielleicht gar nicht echt? Darauf möchte ich tatsächlich nicht spekulieren. Ich warte das einfach gespannt ab und im Nachhinein behaupte ich, ich wusste es vorher. Das ist der Trick. Ja, das finde ich sehr, sehr gut von dir, ja. Denn das ist sehr vorbildlich, gut recherchiert, ist immer erst im Nachhinein. Also man muss tatsächlich, ich muss dir da recht geben. Ich finde es auch unerträglich. Ja. Ich finde es gar nicht so sehr so übertrieben offensichtlich aufmerksamkeitshaschend, sondern eher so, na, ich bin jetzt einfach mal ätzend. Ja. Und dann muss ich vorkommen. Das ist jetzt nicht so, als dass sie irgendwie versucht, damit Sympathien zu erwecken oder irgendwie so eine Aufmerksamkeit, die wirklich sich um ihre Person dreht, zu erzeugen, sondern einfach nur immer so quasi Effekthascherei zu betreiben. Das ist, glaube ich, so das Ding, was sie macht. Das ist nicht so, es wirkt alles, es ist in sich auch irgendwie, könnte das auch noch besser gemacht sein. Außerdem ist es halt so ein gespieltes Außenseitertum. Also wenn alle im Camp Spaß haben, dann hat Verena demonstrativ keinen Spaß. Und das ist so ein komisches, ach, alle sind dafür, dann bin ich jetzt dagegen, Ding. Und sag doch einfach Opfer. Nein, das ist kein Opfer-Ding. So. Das ist sich in die Opferrolle zurückziehen. Das ist ein klassisches AfD-Playbook. Ja, das ja, aber so. Naja. Deswegen ist so ein bisschen, finde ich es ja schade, dass Claudia halt vom vergifteten Nektar getrunken hat. Und ja, die kennen sich halt von früher. So, ja, ne? Das ist halt das Ding. Also die haben halt eine persönliche Beziehung einfach. Deshalb klemmen die da so ein bisschen aneinander. Da hoffe ich einfach drauf, dass Verena relativ früh rausgewählt wird und dass Claudia nochmal den Drive bekommt, auch nicht diese Ätzendheit an den Tag zu legen. Was hoffst du? Du hast ja schon gesagt, du erhoffst dir jetzt ein bisschen was von der anstehenden Dschungelprüfung. Über die letzte reden wir gleich nochmal, aber die anstehende Dschungelprüfung wird eine Fressprüfung sein. Mhm. Und in die Prüfung gewählt wurden? Verena, Tessa und Claudia. Verena wurde direkt angekündigt, ohne groß sagen. Und dann Tessa und Claudia wurde so ein Vielleicht-Spiel wieder abgezogen. Beide gehen rein. Ich erhoffe mir tatsächlich so ein bisschen, ja, natürlich auch Streit wieder. Aber ich hoffe mir, da bricht es dann hoffentlich daran, eigentlich auch im Camp, dass sie im Zweifel, dass sich da diese Lager auch mal durchbilden und dass dann so falsche Personen wie Verena auch dann wirklich abisoliert werden. Denn wenn sie die Opferrolle spielt, dann kriegt sie auch ordentlich. Und weil was wir sehen werden, ist in der Fressprüfung, Tessa, oder das ist meine Prognose, was ich glaube, was wir sehen werden, ist, Tessa wird es natürlich verweigern, weil Fleisch, Tiere, vegan, die Linie ist klar. Dann kommt die Großmauligkeit von drüben, Verena nach dem Motto, und Claudia davon angeschaut, vegan und überhaupt und fürs Team und willst dich nur ins Vordergrund stellen, liefern aber selber nix ab dabei, nix. Die werden es auch richtig verkacken. Ach, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, Claudia wird sich gut durchbeißen können, weil Verena, Fragezeichen, bei Tessa würde ich sagen, ja, hast du recht, aber der Unterschied wird sein, dass, glaube ich, Claudia einfach nur bei der Prüfung maulen wird und danach maulen wird, weil sie das irgendwie scheiße und unkollegial findet, dass man sich da nicht mal überwindet oder so. Wenn man eh schon ins Dschungelcamp geht, wo ja jeder weiß, was passiert, kann man sich ja vorher überlegen. Aber das dann wieder abflachen wird. Und Verena wird da versuchen, daraus eine Nummer im Camp unter den Campern draus zu machen und da nochmal aufzuspielen. Und dann kriegt sie vielleicht noch Gigi auf ihre Seite, der ja irgendwie, keine Ahnung, was mit dem los ist.
aber Tessa auch gefressen hat und so genervt von ihr ist, ja, aber auch nicht aus dem Weg geht irgendwie, was man ja vielleicht mal machen könnte, aber gut, ist halt auch nicht der klügste der Arme. Und das wird's, glaube ich, sein. Ich glaube, Claudia wird laut und genervt sein, aber das auch relativ schnell wieder Schwamm drüber. Ja. Passt schon. Aber wird performen, glaube ich. Wird performen. Jedenfalls besser als Verena. Das würde ich unterschreiben. Verena wird tatsächlich abkacken. Die wird da nichts liefern können. Ja, das weiß ich auch nicht. Da bin ich vorsichtig. Also unterschätzt die nicht. Unterschätzt die nicht. Aber ich glaube, die wird halt nicht. Ich traue Claudia da deutlich mehr zu. Okay. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall ist es sehr schön, dass du diese, dass das jetzt nochmal nicht Jana reingewählt wurde, die einfach eine ganz okay Prüfung abgeliefert hat. Ein bisschen lahmarschig, ein bisschen übervorsichtig, aber ich glaube, es ist alles total nachvollziehbar, wenn du da irgendwie auf 20 Meter Höhe rumtakelst. Ja, war für eine Actionprüfung sehr langweilig. Ja. Ich mag ja solche Sachen mit Klettern eigentlich. Hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Ja, wir brauchen, also ich bin auch von diesen Fressprüfungen auch kein Freund. Ich hätte gerne einfach mehr Actionprüfungen. Das ist einfach deutlich mehr Spaß. Ich bin auch großer Fan von den Schatzsuchen. Das ist einfach eine freudige Sache. Das wird auch niemand irgendwie keine unnötig Tiere verletzen. Das ist auch nicht so diese Ekelschiene. Allein irgendwie hier Autofahren, das sorgt einfach für Spaß. Dieses mit dem Wasser ist super. Hier auch Klettern ist geil. Also mehr Actionprüfungen. Ja. Aber sagen wir seit irgendwie 7 Jahren schon. Mehr Actionprüfungen. Genau. Aber Actionprüfungen sind halt aufwendig herzustellen, ne? Und sehr teuer in der Produktion. Aber gut, Actionprüfungen ja. Und dann sind die eigentlich am allergeilsten, wenn der Rest des Camps mitkommt, als Publikum. Ja. Das ist eigentlich immer am schönsten. Wir wollen hoffentlich in dieser Staffel nochmal. Takeshis Castle im Dschungel. Das ist das eigentlich, was wir haben wollen. Ganz genau das wollen wir haben. Das ist sehr gut gesagt. Wer ist Takeshi? Sonja oder Jan? Sonja ist natürlich Takeshi. Sonja ist Takeshi? Ja. Und wie hieß der andere noch? General Lee, glaube ich, ne? Genau. Ja, das ist dann Jan Köppen. Richtig. Und die müssen dann Sonja kriegen. Gut. Prüfung von Jana langweilig. Jana als Person, ist so okay. Sie macht mich einfach wahnsinnig. Ich ertrage das nicht. Dieses ganze Rumgeheule und Geatme und dann zwischendurch so auch so ein bisschen immer so die Kontenance verlieren an so. Also wie zum Beispiel da am Feuer, bei der Feuerwache mit Tessa, wo Tessa einen Punkt hatte, ne? Die ist irgendwie so angeblafft worden. Zwar ist Tessa auch kurz eingepennt, aber irgendwie hat sie da einfach so ein bisschen die Fassung verloren, Jana, und hat dann auch nicht eingesehen, dass sie irgendwie so rumgeblökt hat. Das war irgendwie, es passt irgendwie nicht in diese komische. In diese komische Valium-Persönlichkeit, die sie sich da irgendwie angeeignet hat. Das ist irgendwie eigenartig. Es ist alles so ein bisschen schräg an der Person. Ich möchte die einfach überhaupt nicht, ich will die in meinem Fernseher nicht haben. Ich will die auch in meinem Leben nicht haben. Das brauche ich nicht. Meinst du, die strahlt aus dem Fernseher raus? Oder du strahlst in den Fernseher und so. Es ist alles voller Energie und am Ende sitzt man auf dem Klo, hat irgendwie Gigi oder so oder was ist es? Ja, ich weiß nicht, ich habe auch vorhin gedacht, irgendwie, warum zieht das hier denn? Ist ein Fenster auf oder werde ich gerade angeatmet? Ich keine Ahnung. Ich tatsächlich kann mit Jana, ich habe mich daran jetzt einfach dran gewöhnt. Ich bin tatsächlich eher von so, ich bin einfach enttäuscht und das trage ich den Groll in mir einfach von Gigi. Ich hatte die Hoffnung, dass da tatsächlich mehr dahinter ist. Jetzt bin ich einfach sauer, mich einfach angefressen tatsächlich. Jana wusste ich, was passiert. Tessa, hatte ich keine Erwartungen, ist auch okay soweit. Wie gesagt, ich bin von Verena richtig angekotzt, weil es einfach so eine unnötige ist. So, und Claudia, und ich vermisse einfach die Tantigkeit von Claudia. Das ist gerade mein State. Ich bin leicht enttäuscht, vermisse Dinge und so. Es gibt aber, wie gesagt, positive Ausblicke. Wie gesagt, Cosimo entwickelt sich mehr in so eine Schrulligkeit, so eine komische, okay, der ist einfach so. Papis
total interessanter Charakter. Ich weiß immer noch nicht, warum er im Dschungel ist. Und ich weiß auch nicht, wann ich es rausfinde. Aber er passt da ganz gut rein, tatsächlich. Warum auch immer. Ja, das ist, ich finde, das ist so ein typischer, das ist so ein guter Dschungel, guter Dschungelcamp-Charakter einfach. Ja, genau. Ja, Lukas hatte auch noch 5 Minuten. Ja. Und das war's dann auch durfte für über seinen verstorbenen Vater. Genau, das war's dann auch. Aber ist, und ne, dann hat er kurz was ein bisschen erzählt, so hier, wie das denn war, als sein Vater gestorben ist und so, und dass er natürlich ihn auch dolle vermisst. Und dann danach war er halt wieder genauso langweilig, langweilig wie vorher. Bei Cosimo, das wollte ich noch sagen, es gibt im Heinz Strunk hat ja viele auch, ist ja irgendwann unter die Autoren gegangen und viele auch Werke geschrieben mit biografischen Bezügen. Und unter anderem spricht er, ich weiß nicht mehr in welchem Roman das ist, aber von einem alten Freund, den er irgendwie auch einmal im Jahr noch besucht oder so, der immer schon sein ganzes Leben lang, auch als sie früher zusammen irgendwie so Tanzmusik gemacht haben, seit sie sich kennen, so seit später Jugend, Anfang Erwachsensein, pfeift. Also einfach so rumläuft und pfeift, wie so ein Opi. Und irgendwann nach Jahren des Zusammenseins, kann sogar sein, dass es Fleisch ist, mein Gemüse ist, wo es um die Tanzmusik geht, sagt er dann, dass sich dann die Person XY, ich habe leider den Namen des Charakters vergessen, völlig von Melodie und Takt freigepfiffen hat und einfach in seiner eigenen, in seiner eigenen Mundflötenwelt lebt. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das, was mit Cosimo passiert. Ja. Der lebt einfach völlig, völlig frei von allen Zusammenhängen, die es irgendwie so gibt, und macht einfach irgendwas. Das ist auch nicht, das ist nicht gut, das ist auch nicht schlecht, das ist einfach so. So ein bisschen so wie bei Star Trek Voyager, vielleicht Spezies 8472, die irgendwie so nicht im normalen Raum existiert, nur nicht so bösartig. Nerd. Haben wir es jetzt eigentlich für heute? Hast du noch, hast du schon wieder vergessen, die Quoten rauszusuchen? Habe ich nicht. Tipp, 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 klick, 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 schneid, klick, schneid, schneid. Ja, ich habe die Quoten. Und zwar haben wir tatsächlich, wir liefern nochmal nach. Hier, die Samstagsfolge hatte jetzt 32,9 in der werberelevanten Zielgruppe, 1,7 Millionen, knapp unter der 4 Millionen bei allen Zuschauerinnen, das sind knapp 20% gewesen. Das hat tatsächlich Montag abgenommen, das ist die klassische die Sonntagsfolge, die hat abgenommen, 30%, 1,3 Millionen Leute haben noch zuschaut. Leute haben sonntags einfach Besseres zu tun, einfach in der Kirche hocken, noch abends um 22 Uhr zum Beispiel. Die kamen aber auch erst am Montag nicht wieder. Da waren es plötzlich nur noch 1,2 Millionen. Das sind aber dann trotzdem 33,9%, weil so wenig Leute montagsabends Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, was machen Leute montagsabends? Das ist doch alles zu. So Ruhetag überall. Montagabends, muss man überlegen. Was mache ich denn montagabends in der Regel? Ja, siehste? Ich weiß, kannst du gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, früh ins Bett gehen, glaube ich, weil der Montag, weil das war ja ein Montag. Darf man ja nicht vergessen. Da kommt der Dienstag, und der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, ne? Schon wieder Samstag. Und so rinnt einem das Leben an wie Sand in einer Sanduhr an einem vorbei. Ja. Kleiner Lebenstipp noch. Ach, ich mache erstmal die Quoten, dann gibt es von mir noch einen ganz kleinen Leben. Also wie ich. Das lohnt sich. Mann. Das waren die Quoten. Ja. Das waren alle Quoten, die wir haben. Okay, gut. Dann von mir noch ein kleiner Lebenstipp. Wenn du das nicht willst, Dennis, dass das Leben so an dir vorbeirollt und du denkst, ach, was mache ich, oh Gott, worauf warte ich jetzt eigentlich, warum gehe ich jetzt am Montag früh ins Bett, nur weil ich irgendwie möchte, dass das Wochenende kommt. Pass mal auf, der Trick ist einfach, den Donnerstag stets als kleinen Freitag zu bezeichnen. Das führt nämlich dazu, dass du nur 3 wirkliche Arbeitstage hast. Weil der Freitag, der ist ja eh abgeschrieben. Und der Montag hat schon nie existiert, ja. Und wenn du den kleinen Freitag hast, dann hast du eigentlich nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Das war jetzt umsonst. Ja. Ohne Atmen. Ja. Na gut. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Geht auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Da findet ihr hilfreiche Informationen, wie ihr Geld an uns lassen könnt per Überweisung, oder ihr gebt uns einen virtuellen Kaffee bei Coffee, Ko-Fi, wegen so
Co-Finance, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Findet ihr jedenfalls alle Informationen, die ihr benötigt. Oder eine andere Sache, die ihr tun könnt, die wirklich sehr gut ist, folgt uns einfach auf Twitter, @dschungelpod. Erzählt euren Verwandten, Bekannten, Nachbarn, vor allem denjenigen davon, die niemals Dschungelcamp gucken, dass wir hier so eine bekloppte Sendung machen, und verpasst uns ein paar schöne Sterne bei Apple Podcasts, lasst eine Bewertung da, schreibt da irgendwie was rein, so wie zum Beispiel guter Podcast, atme gerne oder so. Oder könnt es auch bei Spotify machen, das hilft uns ganz dolle weiter. Und ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Hör ich auch nicht. Bis dann. Tschüss. Dann bis morgen.